Willkommen zurück zu The Evil Within, Leute. Oh mein Gott, echt. Ich krieg hier so ein Herzflattern noch mit dieser bescheuerten Karussell-Leichenmaschine, die mich jederzeit in Stücke reißen kann. Ich habe jetzt soweit alles wieder erledigt. Das Tor ist offen. Da gehen wir jetzt hin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bleibe schön unten. Und wenn ich da erstmal durch bin, dann habe ich keine Ahnung, was uns hier erwartet. Dann geht die Tür zu. Das war klar. Ich habe nur noch einen Schuss Schrotflinte und irgendwie von allem nicht mehr so wirklich viel. Ja. Das kennt man ja schon. Das sind die Harpunendinger und irgendwie würde ich die ja gerne mal benutzen. Kann ich das denn auch? Irgendwie kann ich halt einfach immer nicht unterscheiden zwischen Normalharpune und nicht und Explosion. Das ist irgendwie voll merkwürdig. Das ist Blend. Und das ist doch aber immer Explosion, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das jetzt einfach mal. Oh oh. Was wird hier wieder gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier die Leichen entzünden. Will ich das? Also die bewegen sich nicht. Da verschwende ich eigentlich ungern meine Geschichten. Was ist hier? Hallo? Hallo, wer ist da? Ich will gar nicht wissen, wie viele Statuen ich schon wieder übersehen habe, trotz netter Tipps und so. Ich kann halt nur auch nicht alles auf einmal machen. Was haben wir hier? Da haben wir Glibber. Und Muni. Und ein Kartenfragment. Okay, cool. Immerhin habe ich schon mal einen Schlüssel gefunden, aber das wirkt jetzt nicht so wie so ein Tipp von euch. Da war keiner und oh, ich habe ja auch immer Schiss vor so Zeitgeschichten, ne? Aber dann mache ich das einfach nochmal, dann ist das so. Wo geht's jetzt hin? Was zur... Wer ist er? Will ich da überhaupt hin? Wo ist er hin, der gruselige Typ? Scheiße, ey. Gruseliger Typ. Wo bist du? Und ich sollte auch auf irgendwas links oder links achten und zum Einschlagen und... Oh Mann, ey, ich... Und blutige Spitzen oder was? Oh Mann. Hallo. Hallo. Mach mal die Lampe aus. Okay. So viel Muni verheißt auch nichts Gutes, ganz ehrlich. Da ist noch was zum Anzünden. Oh je, Mini. Vielleicht kannst du mal neu laden. Das ist ja nicht viel. Das ist schon mal 6 Schuss. Toll. Und das, okay. Ich spreng mich immer so schnell selber in die Luft. Das ist das Problem. Okay, ein Kontrollpunkt. Ein Kontrollpunkt. Dun, dun, dun. Kontrollpunkt. Hallo? Hallo? Oh! Oh, da sind bestimmt die Spitzen. Da sind bestimmt... Das sind... Da... Oh! Hier ist irgendwas. Hier krieg ich was. Hier, hier ist bestimmt eine Statue. Wegen der Spitzen und so. Ah, verdammt. Warte. Kein kleiner Raum inmitten eines großen, durchbohrenden und spitze Blicken richten sich auf dich. Keine Gegner weit und breit, die dich stoßen. Traust du dich dennoch, mich zu holen? Ich glaube nicht. Ach komm, ich gebe dir ein wenig Zeit, hol mich doch. Bist du bereit? Bestimmt ist die Statue dahinter oder so. Oder so? Wir holen uns erstmal alles, was hier so ist. So unsere Belohnung für das 1000-mal Sterben. Yippie-yay. Da ist wieder eine Tür. Oh Mann, ey. Und dann diese Fleischerhaken hier überall. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich den Nebel betätige. Den Nebel betätige. Aha. Warum? 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 Da ist auch was. Da ist die Statue.
Da ist sie doch. Komm mal her. Komm mal her. Komm her, kleiner Schlüssel. Komm her, kleiner Schlüssel. Und da ist noch Glibber. Den nehmen wir auch noch mit. Ciao. Uha. Uha. Das waren die Spitzen. Das war der zweite Schlüssel. Das ging. Das ging ja noch. Aber irgendwas muss ich tun, damit ich hier... Kann ich jetzt den Hebel betätigen? Geht das jetzt? Ich will den Hebel gar nicht betätigen. Nein, kann ich immer noch nicht. Warum nicht? Was muss ich denn machen? Ich muss bestimmt durch die Tür und da irgendwie so den Strom oder so betätigen. Durch die Tür will ich aber eigentlich auch nicht. Weil ich will gar nichts. Nur, dass ihr es wisst. Das war klar. Hallo Freunde. Ich mache mal das Licht aus. Okay. Da laufen sie alle. Die netten Typen. Kommt, Leute. Was soll das Theater? Wir wagen es einfach mal. Ich meine, wenn die hier einen so langsam erschnüffeln, ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht könnten wir uns auch eine Bombe basteln. Das wäre auch noch drin. Oh, das war aber eine Harpune, glaube ich. Oh, oh. Jetzt kommen sie alle. Können wir vielleicht eine Granate mal werfen? So für alle und so? Action! Lass mich. Wird ein bisschen eng gerade. Lässt du mich mal? Ist ein bisschen eng, kuschelig gerade. So. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Munition alle? Ja, Munition alle. Ich bin ein bisschen in einer engen Situation. Vielleicht lasst ihr mich alle mal in Ruhe. Oder so. Oder so. Oder auch nicht. Oder ich sterbe gleich. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Das waren sehr, sehr, sehr viele Zombies. Vor allem, wenn man dann in so eine Englage kommt. Gut, da hätte ich auch zwischendurch mal rauslaufen können. Aber ich dachte echt so, ach komm, den einen noch. Und dann, ach komm, den einen noch. Dann kriegst du es schon hin. Aber nein. Voll gemein. Wir nehmen wieder erstmal alles mit. Wir hatten ja netterweise hier ein paar Sachen. Irgendwie war es das letzte Mal zweimal eigentlich grüner. Grüner Glibber. Aber okay. Muss ich jetzt den Schlüssel auch nochmal holen oder habe ich den jetzt schon? Nö, den darf ich auch nochmal holen. Gut, dann holen wir den. Dreh um, hol den Glibber und geh deines Weges. Yo. Kann man ja mal machen. Und da kannst du nicht oben drauf? Nein, kannst du nicht. Okay. So, der Hebel geht nicht. Habe ich jetzt hier alles eingesammelt oder nicht? Oh, ich... Das ist echt... Das ist schon doof. Eine Granate ist eigentlich echt hilfreich, würde ich fast meinen. Weil das andere war tatsächlich Harpune, ne? Was ich auch eigentlich gut finde. Also so schlecht finde ich das gar nicht, die Idee. Licht aus, bitte. Ah, Licht aus. Die kommen ja eh. Ich meine... Oh. Oh, krass. Jetzt kommt hier einer. Komm mal her, du Bock.
Oh nein. Shit. Jetzt geht das wieder los. Nein. Shit. Oh. Mann. Komm, jag sie noch alle mit dir zusammen in die Luft. Es ist so eng hier. Ich weiß nicht, was man da am besten macht. Ich meine, eigentlich wäre am besten so eine Explosionsgeschichte, glaube ich, liegen. Weil irgendwie muss man das ja planen, aber davon habe ich ja auch immer nicht so viel. Und da hilft dann wieder Schrotflintenmuni. Davon habe ich aber auch wieder nicht so viel. Vielleicht Blendbolzen oder so. Blendbolzen und dann, weil dieses blöde Taktik-Scheiße mit Flasche ablenken und weiß ich doch nicht was. Ich glaube, das hilft an der Stelle dann auch irgendwann nicht mehr. Ja. So zum hundertsten Mal. Oh, ich habe sie gar nicht kaputt gemacht. Kriegst du das hin nochmal eben schnell oder auch nicht? Oder wollen wir uns einfach mal... Wir sterben einfach mal. Ich muss die ja vorher kaputt machen, weil er kriegt sich gebacken, die blöde Statue mit seinen Händen einfach mal zu zerkloppen und einen Schlüssel rauszuholen. Kann er nicht. Muss man vorher mit einer Pistole machen. Ne? Ja, wenn man das dann immer und immer wieder macht, das hatte ich ja jetzt zuletzt auch, wo ich meinte, ich mache jetzt einen Cut und dann sind wir bei der Tür und fertig, Bums. Und ihr müsst es nicht alles noch 100 Mal sehen. Aber ich finde, je öfter man sowas macht, dann hilft es zwar zum Beispiel mit dem Schießen. So, das übt dann wieder ordentlich. Hey, ich hatte doch hier zwei Sachen eigentlich, Glibber und das. Ist auch immer so zufallsbedingt, ne? Aber je öfter man das macht, desto nerviger wird es dann auch. Und dann ist man irgendwann auch an so einem Punkt, glaube ich, wo man... Ja. Wo man dann auch so fahrig wird und so alles ganz schnell und gar keinen Bock mehr und nochmal das und nochmal das. Und man vergisst auch wieder, die Sachen einzusammeln. Es sei denn, man macht das wirklich so nach so einem System. Das und das und das. Hab alles. Aber okay. Wie mache ich es denn jetzt aber mal am besten? Ich weiß es nicht. Kälte hätten wir auch sonst noch einen. Was sonst tun, meine Lieben? Die laufen da alle rum. Wir dürfen halt eigentlich gar keinen Lärm machen. Es sind so viele hier, dass ich echt keine Ahnung habe. Kommt der hier eigentlich auch rein? Sobald wir schießen, ist es nämlich gegessen wieder. Kommt der hier rüber? Keine Ahnung. Komm, den kriegen wir von hinten. Hilfe. Ah! Remi Demi. Munition, Alter. Shit. Und jetzt ist wieder hier die Hölle los. Macht nichts. Wir machen mal eine Granatengeschichte. Geh mal da durch. Mach mal noch eine. Oh Gott. Oh, was die dann noch immer mit ihm machen, dem armen Kerl, ey. Ich weiß nicht. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich, sich so nach und nach vorzurücken. Scheiße. Ich finde das voll schwer irgendwie gerade. Kriege ich jetzt wenigstens wieder zwei Sachen? Ja.
Und diesmal ist auch eine Granate dabei sogar. Witzig. Total zufallsbedingt irgendwie immer. So, wir brauchen wieder Licht. Wir brauchen wieder die Statue. Es nervt ein bisschen, aber okay. Hol den Schlüssel und geh weg. Ja, magst du das vielleicht auch nochmal mitnehmen? So. So eine 16. Sekunde, ey. Ganz ehrlich. Das regt mich echt auf. So langsam habe ich es oft genug gemacht, dass ihr wisst, es geht. Aber man muss es so perfekt abstimmen schon wieder. Rein theoretisch ist es auch trotzdem zu weit weg, ja. Eigentlich müsste man noch viel näher an die Sachen rangehen und trotzdem die Zeit haben. Aber okay. Diesmal halt nur Muni. War gerade eben besser, da hatte ich wenigstens Glibber und eine Granate. Diesmal wieder nur blöde Muni. Pff, bescheuert, echt. So, geh da rein. Dreh dich um. Nimm das auch noch mit und geh raus. Flott. So, jetzt war ja wieder genug Zeit da. Das nimmst du auch noch mit. Ich glaube, jetzt habe ich wieder alles. Und jetzt machen die mir wieder das Leben schwer. Scheiße, echt. Ich nehme mal eine Spritze. Dann geht es dir wenigstens so ein bisschen besser. Davon haben wir gar nichts mehr. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sollte es eigentlich mittlerweile besser wissen, ich tue es aber nicht. Ich finde es schwer. Ich finde, wir warten wieder, bis er da nach links geht. Das war ja gar nicht so schlecht. Und dann wieder zurück und so. Irgendwie so. Einen nach dem anderen im Raum sich vornehmen. Aber was anderes fällt mir nicht ein. Dazu kommen noch die Fallen. Die Fallen, die sich auslösen, wo ich gar keine Ahnung habe, wo noch eine Falle ist. Ich fand das mit den Granaten als letzte Lösung gar nicht so schlecht. So, geh weg. Geh weg. Oh, nee. Ja, jetzt kommen sie wieder alle. Aua. Das ist nicht gut. Tut mir leid, Sebastian, aber wir leben noch. Und das ist das erste Mal, dass wir noch leben. Also will ich mich gerade nicht beklagen. Okay. Die machen wir mal erstmal platt hier. Ich mache mal meine Lampe aus. Puh. Okay. Im Moment höre ich gerade keinen. Und das ist schon mal was wert. Hier liegt einer. Okay. Ja, hör auf zu piepen, du blödes Ding, echt. Ja, schön. Kriegen wir hin. Weiter so, weiter so. Hier liegt eine Batterie. Bip, bip. Oh, wie knapp das immer. Ich. Knapp, 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 knapp. Ja, man hätte sich einen nach dem anderen vornehmen können. Ich sehe schon. Aber man hatte eigentlich auch genug Winkel hier. Ich weiß auch nicht. Ich fand's schwer. Ich fand's trotzdem schwer. So, da ist ein besonderer Raum. Haben wir hier irgendwie, ja, jetzt habe ich da auch noch so ein Teil. Da ist noch was. Granaten. Mal her mit dem Zeug. Gute Muni habe ich jetzt nicht gefunden. Das ist der Raum, in dem wir angefangen haben, ne? Ja. Okay. Da rechts waren die Granaten. Hätte ich dann auch da lang gehen können? Okay. Was ist mit dir denn los, Uschi? Spinnst du?
Wieso steht die denn jetzt wieder auf, die blöde Kuh? Ich fasse es nicht. Wenn hier noch einer... Stehen die alle wieder auf? Klar, kann man ja mal machen. Haben wir es dann? Alles nicht so einfach hier. Aber okay, dann leben die alle doch wieder. Klar, kein Problem. Hab euch ja nur gerade alle getötet erst. Wo geht's denn jetzt lang? Da lang, ne? Was ist das jetzt hier wieder für ein gruseliger Raum? Hallo? Scharfschützenmuni? Kannst du dich da verstecken? Was ist das hier? Mach den Schrank mal auf. Kommt da noch was raus? Keine Ahnung. Ich sollte mich irgendwie ausrüsten. Vielleicht mal. The fuck? Okay. Du hast Muni gefunden, das ist schön. Schrotflinte ist immer gut. Boah, ist das dunkel hier. Ist das dunkel hier? Hier kann man auch echt schnell wieder was übersehen. Vielleicht sollte ich auch mal nach oben gucken. Ich habe keine Ahnung. Kontrollpunkt. Ah. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht, Leute. Ich werde an der Stelle einen Cut machen. Und was wir da in diesem komischen, gruseligen Loch finden, das sehen wir dann im nächsten Part. Und ich will gar nicht wissen, ob ich es wissen will. Sehr unheimlich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Hier sind auch so viele blutige Spuren. Und dieser komische Schrank, den ich aufmachen kann irgendwie. Das kann er doch sonst immer. Oder sich da verstecken oder ein Schloss aufbrechen. Aber anscheinend hat das nicht so diese Bedeutung oder so. Ja gut. Was soll ich machen? Um die Ecken laufen und wieder zum Loch. Da ist das Loch. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Danke fürs Zuschauen und bis dann.